good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamingTV ist wieder und herzlich willkommen zur dritten Folge von Pay for the Pay. Und ja, wir haben in der letzten Folge natürlich neue Spieler bekommen, oder stelle ich jetzt das vor? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, weil ich die Spiele schon im Voraus aufgenommen habe, vor ein, zwei Wochen. Stien Schars haben wir bekommen und Luciano Narsing. So spricht man hier ungefähr aus. Rechter Flügel, 93 Tempo, richtig schnell unterwegs. Und Memphis Depay, zwei Spiele, vier Dinger schon gemacht. Richtig, richtig geiler linker Flügel für uns. Und hier ist auch schon unser erster Gegner für diese Episode. Diese Episode machen wir wieder zwei Spiele. Unser Gegner hat unglaubliche 32 Chemie. Bewertung 68, hat einen richtig guten Sturm. Aber mit rechten Mittelfeldspieler und linker Mittelfeldspieler. Die als Stürmer agieren, Bellarabi, Marco Reus und Hakan Çalhanoğlu. Sonst hat er, glaube ich, noch ein Kreuzspiel in der Abwehr. War das so? Keine Ahnung, habe ich nicht so schnell gesehen. Bayer Leverkusen. Wappen und wir springen rein in die erste Szene. Die hat unser Gegner mit einem Schuss, aber klasse Parade von unserem Keeper. Hier kommen wir jetzt mal, unser erster vernünftiger Angriff im Spiel in der 24. Minute durch Narsing mit 93 Tempo. Sieht man, hier geht er stark vorbei und haut den Ball in der 25. Spielminute zum 1:0 rein für uns. Wichtiger Treffer, der Gegner hätte schon 1:0 führen können. Aber wie ihr gesehen habt, ganz starke Parade von unserem Keeper. Jetzt führen wir also 1:0. Nächste Szene setzt sich Parade stark durch auf Rossi. Da kommt noch ein Verteidiger. Und der Gegner kann den Ball irgendwie nicht klären. Und hier kommt nochmal schön die Torlinie-Technik zum Einsatz in der FIFA 15. Hier sieht man hundertprozentig, war der Ball hinter der Linie. Eigentor 2:0. Für uns Eigentor Spalch, also hat er doch einen Gold-Innenverteidiger da hinten drin. Wir führen mit 2:0. 43. Minute kommt jetzt unser Gegner. Und da hat irgendwie ein Spieler von ihnen eine Zerrung. Bellarabi kommt daran, aber wieder Glanzparade von unserem Keeper. Çalhanoğlu jetzt mit der Chance, mit dem Schuss stark gehalten. Bellarabi mit dem Schuss. Anschlusstreffer 2:1. Karim Bellarabi. Aber doch nicht. Es war abseits. Kurz vor der Halbzeit, das wäre ein wichtiger Treffer für ihn gewesen, aber Glück für uns. Wir führen 2:0, haben deutlich mehr Ballbesitz, Schüsse sind gleich. Und somit springen wir rein in die zweite Hälfte, 52 Minuten. Schöner Ball auf Paredes von Depay, glaube ich. Paredes geht eiskalt am Keeper vorbei, lässt ihn halt aussehen und schiebt den eiskalt ein. In der 53. Spielminute zum 3:0. Die Fans freuen sich, wir freuen uns, dass wir so deutlich führen, aber das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Hier geht Depay mit der Schussfinte glücklicherweise vorbei. Und damit man einfach, dass in 4:15 Pace richtig wichtig ist. Und das hat Depay, gutes Dribbling-Netz ein, 4:0, 81. Minute, kurz vor Ende der Partie macht er also noch einen Treffer. Aber das Spiel war immer noch nicht zu Ende. Paredes steckt durch auf Narsing, der kommt hier mit etwas Glück hier vorbei. Er hat natürlich auch das Tempo. Geht natürlich vorbei. Mit der Schussfälle am Keeper lässt sich nicht fallen. Springt über den Keeper und macht einen Lüpfer. Und somit ist das ein klarer Sieg für uns. Es steht nach 90 Spielminuten 5:0 für uns. Starke Partie von unserer Mannschaft. Aber das gegnerische Team war auch nicht so gut, muss man ehrlich zugeben. Außer die drei Spieler da vorne. Und dann einer Innenverteidiger. Ich weiß nicht, ob er noch einen Goldspieler hatte, keine Ahnung. War wahrscheinlich Bayer Leverkusen-Fan. Bayer Trikot. Und er hieß auch Bayer Leverkusen oder irgendwie so, keine Ahnung. Ist egal, unser Spieler des Spiels ist Depay. Natürlich gewonnen mit 8,9, habe ich am Ende nochmal ausgewechselt wegen der Fitness und so. Wir haben jetzt 9 Punkte in der Liga, 3 Spiele gespielt, 3-mal gewonnen. Wir haben einen neuen Spieler bekommen, oder haben wir gekauft, eher gesagt, gekauft für 400 Münzen. Jordi Glasier hat nicht so ein gutes Tempo mit 68, aber sein Passen mit 76 ist gut, genauso wie sein Dribbling und physisch oder wie man es auch immer aussprechen will, ist er auch ziemlich gut. Und jetzt ist unser letzter Gegner für diese Episode. Wir springen mal wieder in diesen schwarz-gelben, gefakten Dortmund-Trikots, wie man es auch immer nennt will. Dieser Gegner hat diesmal 48 Chemie.
169 Bewertungen, hat drei Goldspieler, glaube ich, ein Starter-Team. Montelivo, mehr kenne ich nicht. Deutschen Torwart hat er da am Tor, ich glaube, das von Gladbach Blasewig oder wie man ihn auch immer aussprechen will. Müsste eigentlich sein, aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir springen rein in die erste Szene, 16. Spielminute, kriegt unser Gegner einen Eckball, bringt die Flanke nach innen. Der Bronze-Spieler kann den Ball in Ruhe annehmen und haut den Ball ins Tor. Somit führt unser Gegner nach 16 Minuten 0:1. Das wollen wir aber natürlich nicht lange auf uns sitzen lassen. Die Pay-Wertige schickt mit seinem Tempo, geht da an Keeper vorbei und grätscht den Ball im Liegen ins Tor. So hat er das ungefähr gemacht. Somit gleichen wir aus zum 1:1. Wichtiger Treffer hier. Und es geht gleich weiter. Nächster Angriff vor 34. Minute. Die Pay-Wertige schickt perfekte Ballmitnahme mit dem Schuss. So. Oh. Millimeter fehlen da zur Führung, sonst hätten wir das Spiel schon gedreht. 42. Minute, schönes Zusammenspiel, Klasi, Paredes, Nasing mit der 100%, macht er nicht rein. Aber da im Rückraum wartet unser Stürmer, da muss ein Stürmer stehen. Kopfballtor, Abstauber, Paredes, 2:1. Hier kommt unser Gegner über Lamborghini, genau. Nein, Spaß, keine Ahnung wie der heißt. Und dann hat er geschossen, 100 Meter drüber. Und dann bricht er ab. Wir haben eine Trophäe verdient. Schokoladenseite. Lecker, Schokolade. Wir haben 2:1 gewonnen, haben den Ligatitel geholt. 2484 Münzen kriegen wir. Und unser Spieler des Spiels, ich glaube, da waren drei Spieler, die haben eine 8,1 bekommen. 12 Punkte reichen für den Liga 10 Titel. Somit haben wir auch ziemlich viele Münzen bekommen. War eine sehr erfolgreiche Episode, würde ich mal sagen. Und in der nächsten Episode, seht ihr dann, wen wir so kaufen für so 3000 Münzen, haben wir jetzt knapp. Wahrscheinlich gehen die drei Bronzespieler mit, Rossi vielleicht auch noch. Also Rossi hat mir richtig gut gefallen, genauso wie Paredes. Und der Torwart hat eigentlich auch ganz gut gehalten. Reichsverteidiger, ja, auch solide. Würde ich mal sagen, aber die müssen auch weg. Wir wollen ein Eredivisie, ein niederländisches Ligateam haben. Das werdet ihr vielleicht nächste Folge schon sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Also lasst bitte einen Daumen nach oben da. Also haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.